Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von World of Tanks. Und ihr habt ja auch alle schon gefragt und wann kommt endlich wieder Folgen? Jetzt ist es soweit. Ja, wir werden erstmal werden wir uns einen T1 Cunningham kaufen. Wir haben uns entschieden, wir zeigen euch auch noch die amerikanischen Tank Destroyer mit drehbaren Turm, weil die sind nicht ganz so langweilig, das kann man nochmal mit reinnehmen. Ja, da kann man nur gut vorrücken. Hi, Leute. Genau, da ist auch die Eisenleber. Und auf ewig langen und viel Gequatsche haben wir uns entschlossen, einen Gast mit dabei zu tun. Dieser Gast hat keine Stimme, weil sein Fluchen immer etwas, ne? Genau, da der flucht noch mehr als wir. Und deswegen kriegt er jetzt erstmal kein Mikrofon, aber er ist der Junge mit dem Premium und der hat uns jetzt quasi es ermöglicht, hier zu spielen. In einer Genau. Dreiergruppe. Und das ist unser Schnabeltier 90. Und ja, soweit, denke ich, sollte das für die Einführung erstmal langen. T1 Cunningham habe ich mir jetzt mal gekauft, die paar Module eingebaut, die wir dafür haben. Und wir müssen hier zum T18 hin. Zum Jagdpanzer. Und das wird dann halt unser nächstes Projekt. Parallel natürlich zu unserem deutschen Weiterspielen. Wir brauchen aber halt noch ein paar Credits, deswegen werden wir die wahrscheinlich im Wechsel spielen. Und dann werden wir hier oben auf dieser M18-Linie lang gehen. Alles, was den Turm drehen kann, wird interessant sein. Jo. So, Leute, nicht erschrecken. Ich sitze nicht im T1 Cunningham. Ich habe es irgendwie schon mal geschafft, als wir den vorher mal gespielt haben, den T18 freizuschalten. So, das Einzige. Ich sitze jetzt mal im Franzosentier 1. Ich weiß, dass wir gesagt haben, dass wir das eigentlich nicht so groß vorhatten und ich bleibe prinzipiell auch bei der Aussage. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt über Videos etc. und auch mal vor einer ganzen Weile gab es ein Review zu den Franzosen-Artis. Die gefallen mir. Die setzen quasi ein bisschen darauf, dass du dich bewegst und dann quasi in die Seite schießt. Die leben quasi nicht davon, einfach per Zufall dann doch mal durch den Deckel zu kommen. Die haben nicht so die hohen Durchschlagswerte. Aber ganz am Ende dieser Artillerielinie steht dann auch mal eine Artillerie, die hat einen drehbaren Turm und ein 3er-Revolver-Magazin. Und das fand ich irgendwie cool. Und deswegen, da ja Arti gewünscht wurde, respecke ich sozusagen auf die Franzosen. Ja, das ist ja dein gutes Recht, dich jederzeit umzuentscheiden. Ich mische hier gerade noch so ein bisschen am Teamspeak rum. Also eben dachte ich mir, fliegt es gerade die Ohrmuschel raus. Aber ich glaube, das haben wir jetzt halbwegs im Griff. So, mit was fahren wir als erstes? Oh, ich würde jetzt gleich T1 machen. Also nehme ich mal meinen Cunningham. Ach, der Zugführer ist auch schon fertig. Dann kann es ja losgehen. Und ihr werdet jetzt das auch gleich sehen. Wir sind mitten in die Briten-Generation reingerutscht. Warum ihr euch fragt, also das ist eigentlich so mit der Grund, die Briten sind jetzt da. Wir sind eigentlich auch ganz scharf auf die Briten. Ihr seht, es sind ganz, ganz viele momentan. Das ist der Punkt, der uns ein bisschen nervt. Die Briten, also die Briten-Tanks sind bis T4 auch richtig, richtig stark. Hat mir sehr gefallen. Ich habe die schon mit meinem Hauptaccount gespielt. Ich bin beim Cromwell jetzt, ist auch schön. Aber wir haben gesagt, wir heben uns die Briten erstmal auf, weil wir wollen uns ja eigentlich fortgeschrittenen Spielspaß zeigen. So Tier 3, Tier 4, da hängen wir ja gerade. Das heißt, wir werden jetzt erstmal auf T4 hochfahren und wenn das halbwegs läuft und wir quasi nicht mehr nur Module, sondern quasi auf den nächsten Panzer sparen, werden wir dann euch auch die Engländer zeigen. Also da ein bisschen Geduld, wir kümmern uns drum. Wir haben nur erstmal eine andere Prioritätenliste. Ich bin langsam. Tier 2 gibt es als Gegner. Ich glaube, ich werde beim Panzertreff einfach warten, dass sie um die Ecke kommen. Ich bin am Überlegen, ob ich oben auf eine Hill fahren soll, aber ich habe das Gefühl, da lasse ich meine Schnauze drüber gucken und dann schieben sie mich runter. Mitten. Na, gegen die Tier 2 hast du auch kaum eine Chance. Dann kriege ich es gerade mit dem Projektil, werde ich wieder runtergeschoben. Also ich bin momentan, glaube ich bin das größte Opfer hier. Was hast du noch für eine Kanone drin? Hast du die Maschinenkanone reingebaut oder die mit dem 5- oder 6-Schuss-Magazin? Die mit dem Magazin. Oh, die ist eigentlich ziemlich gut, da kommst du gegen alles hier durch. Der Punkt ist eher, dass ich weich bin wie Butter. Oh, ich sitze im Franzosen. Ja. Ich bin schon froh, dass ich mich nicht entschieden habe, die Franzosen Mediums irgendwie hochzuspielen. AMX-40, na, schönen Dank auch. Du meinst, du spielst quasi in dem Böhr? Ich muss hier unbedingt mal die Einstellung umstellen. Ich kann nämlich, hier fehlen ein paar Sachen.
Oh. Stolze Besitzer des T8. Dammit. Und bin raus. Sowas aber auch. Ich bin, ich habe zu spät erkannt, dass das ein A13 MK1 ist. Oder dass er auf mich zielt. Irgendwie war ich da gerade ein bisschen zu geistig lahm. So, was macht denn das Schnabeltier und die Eisenleber? Wir gehen hier gerade auch voll sterben. Vielleicht hilft uns ja mal wer, aber der T18 ist schon doof. Ja, der freut sich wie ein Kleinkind gerade. Der hat auch eine böse Frontplatte, der T18. Ja. Aber wir wehren uns nach allen Kräften. Und da war ich weg. So, jetzt muss nur noch Schnabeltier drauf gehen und dann geht's in die nächste Runde. Kann aber auch nicht zu lange dauern. Schnabel, wenn, dann musst du direkt auf seine Kanone zielen. Links und rechts so eine Kanone, die Wanne kannst du vergessen. Und ich würde dir empfehlen, fahr einfach ein Stück zurück. Lass dich einfach, ne, zu spät. Oder auch nicht. Ich hätte dir empfohlen, jetzt dich einfach nach hinten fallen zu lassen, weil dann müssen sie um die Ecke kommen, zeigen dir die Seite und dann kriegen sie ihn auf den Deck. Na, jetzt ist es zu spät. Thema hat sich jetzt erledigt. Ja, es steht doch 6-8. Man muss sich dran gewöhnen, also viele spielen dieses Spiel jetzt extrem casual. Deutsches Wort. Vorsichtig? Zurückhaltend? Nee. Eben nicht. Ach so. Die spielen das so locker flockig von der Hüfte, so aus der Hose raus. Ja, so. Und ja, ich weiß, was du meinst. So einfach. Das nervt, weil das viele Spieler sind, die entweder jetzt neu angefangen haben oder man muss jetzt auch dazu sagen, in der Serverzusammenstellung ist es jetzt sehr oft so, dass du, naja, die Osteuropäer dabei hast. Die sind ziemlich aggressiv unterwegs. Und die spammen dann halt auch entsprechend den Chat gerne voll. Ja. So, die sind ja jetzt noch im Gefecht. Ja, haben wir noch ein bisschen mehr. Genau. Du brauchst Credits? Willst du dein Tier 3er fahren? Ich denke doch. Also ich würde wahrscheinlich den 38T fahren. Obwohl, mit dem 46 finde ich gleichzeitig noch Erfahrung farmen. Ja, ich nehme... Oh ja, stimmt. Mit 46 bin ich auch noch nicht so weit. Da fehlt mir noch... T28 Freischaltung ist schon durch, aber da fehlt noch ein bisschen was anderes. Da fehlt mir eine Gun und die T28. Nee, ich spiele aber den T46 nicht mit der Trollkanone. Kann sehr lustig sein. Muss da auch viel Glück haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das lustig ist, hatte ich selten. Ja, dann geht's los. Das Schnabeltier hat den Tier 3 Franzosen-Tank Destroyer. Das Ding ist sehr lustig. Wir nennen es gerne Wally. Weil es so klein und würflig ist. Ja, sieht sehr niedlich aus. Ja, wenn ich es mit der Arti von oben sehe... Ignoriere ich es meistens, weil es zu klein. Es sieht ein bisschen aus wie ein Bison, wo sie die Kanone hinten dran gesetzt haben und flach gestorbt haben. Ja. Da fahre ich drüber, ohne was zu merken. Gefecht. Wollen wir uns durch den Wald vorkämpfen, oder? Wald würde ich wahrscheinlich nicht probieren. Ich würde sagen Stadt. Stadt, okay. Wir warten einfach, ob irgendwas quer durch die Stadt will. Ach. Vielleicht hätte ich doch die Trollkanone mitnehmen sollen. Ja, ne? 150 HP. Hier, ich fahre jetzt einfach drüber und dann kann ich kratze ich ihn nachher aus der Kette. Ich fällt gerade ein, ich habe überhaupt keinen Soundcheck zu den World of Tanks Sounds gemacht. Also ich höre es knacken und krachen. Also es ist nur sehr leise im Gegensatz zum Rest. Oh Mann, voll daneben. Ups. Das war der eigene. Lol. Ja, ich hab ihn schön gerammt. Nur jetzt habe ich halt irgendwie ein bisschen was abgekriegt. War ich auch mal ein voll Noob. Und hab aus Versehen eigenen getroffen, weil der T46 so schnell unterwegs war. Schnabeltier macht Einzelkämpfer. Mal gucken, wie weit er kommt. Da hat der Arti auf ihn gewartet. Ich muss gleich mal die Einstellung umstellen. Oh, T28. Ich sehe nur Namen und Prozente, aber keine...
keine Fahrzeuge. Ja, da war ich auch tot. Ah, ich bin zu weit nach hinten gefahren, da hat mich Dolly gekriegt. Ich empfehle dir, dreh ab vom Westen lang. Ganz im Westen. Ja. Ja, das nächste Mal, Frau Mo, wenn ich wieder sehe, dass die meisten da lang fahren, fahren wir definitiv Panzer treffen. Ja, also irgendwie. Wow! Respekt. 26. Also muss ich sagen, alle Achtung, in voller Fahrt mich zu erwischen, wenn ich gerade hinterm Haus vorkomme. Ja, das geht. Das geht mit der sehr gut. Die hat für eine T3 Audi hat die eine extrem kurze Flugzeit. Ah, das ist also der Unterschied. Die hat, ich glaube nur auf Max Range hat die 1,2 Sekunden. 2 Sekunden, wenn du auf dem Hill stehst, weil dann kommst du wirklich ein ganzes Stück weiter. Ja, ich würde sagen, ausgehen und mal gucken, was noch da ist. Ja, ich habe gerade noch mal hier die Anzeige umgestellt, weil da hat er bei mir jetzt nicht die Fahrzeug, Tier und Bezeichnung drin gehabt. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja, okay, das ist doof. Da bist du etwas unvorbereitet, wenn du um die Ecke kommst. Okay, ich habe 30 Erfahrungspunkte gekriegt. Ja. Was? 30? 30, ganze 30. Ah, da hab ich ja gedoppelt hier mit 100, mit 65. Oi, oi, oi. Das Schöne ist ja jetzt, man kann es ja auch immer im Team-Dings vergleichen. Genau. So, da gibt es keinen schönen Reden mehr. Das Schnabeltier ist ganz oben mit 220 Erfahrungspunkten. Wow. Also nicht ganz oben, aber der zweite. Ja. Naja, ich sitze im Franzosen, mich wundert hier nichts. Naja, gut, ne? Ich hatte diese wunderlustige Feststellung, ach scheiße, es ist ja ein A13. Ich dachte, das wäre was Kleineres, aber irgendwie war dem wohl nicht so. Na gut. Fahren wir wieder die Tier-1er? Ja, ich habe jetzt auch die Franzosen-Arti freischalten können. Mhm. Halt, nein, Quark. Also das, was davor kommt, ein Radio oder irgendwas. Brauchen die mehr so lange. Naja, mir fehlt halt noch, ja, so 90 Erfahrungspunkte, 80, 90, und dann habe ich ja den. Ja. Eigentlich brauchen wir ja nur einen Sieg. Ja, ein Sieg würde reichen. So, und los geht's. Vielleicht mal eine reine Tier-1-Runde auf Kempinovka. Perfekt. Das Problem ist eigentlich bei den ganzen dritten Dingern, also die Heavy Tanks brauchen sehr lange zum Zielen, tun aber richtig weh. Also der MK1 hat mir die stärkste Kanone, die ich kenne, neben MS1. Der hat 3-Pfund-Kanone drauf oder sowas, ne? Mhm. Tut richtig, richtig weh. Wir spielen das Ding, glaube ich, mal Noob-like und campen. Oh ja, die defensive Kempinovka. Ja, mit dem Franzosen brauche ich sowieso nicht vorrushen. Mhm. Das macht der Gegner schon noch früh genug. Ich werde mich aber, glaube ich, nicht vorne an die... Obwohl, vorne an der Reihe ist es schon fast mit am sichersten.